So, nach kleiner Unterbrechung geht's jetzt los. Marlon Peterle gegen Nenad Martic. Erste Runde. Marlon Peterle stellt gleich hier Dominanz und Druck her gegenüber Martic. Boxt ruhig und gerade. Und gegen Martic her aggressiv mit den Overhand Rights anfängt zu schwingen. Die Guillotine. Man muss ja aufpassen. Aber man macht das gut mit Knien gleichzeitig. Aber wenn er die Guillotine zubekommt, dann kann das hier auch schon das Ende des Kampfes sein. Das ist nicht das, was er will. Das hier. Schöner Takedown von Peterle. Und das ist die Möglichkeit für den Rücken. Martic kämpft sich da raus. Und schwingt weiter. Da muss Peterle aufpassen mit seiner Deckung. Dass ihn da nicht so, so ein Schwinger trifft. Die haben nämlich ganz schön Wumms hinter, wie man gerade gehört hat. So, jetzt ist Peterle wieder am Käfig und kann hier vielleicht den nächsten Takedown holen. Schöne Knie von Peterle durch die Deckung. Da ist der Takedown. Plus die Backmount. Der erste Hook ist drin. Der zweite Hook ist drin. Er hängt ein bisschen zu seitlich. Aber es ist auch aus dieser Position möglich, einen Choke zu finishen. Ja, das war richtig. Er geht runter auf den Mount und fängt an zu schlagen. Bei den Amateur-Fest-Regeln sind am Boden Schläge zum Körper erlaubt. Und jetzt hat er sich die Backmount richtig geholt. Ja, der Arm ist drin. Das Kinn ist von Martic ist zwar noch dazwischen. Aber er hebt schon die Hand zum Tappen. Wenn Peterle jetzt die Body Triangle noch zumachen kann und Martics Kinn da aus seiner Armfolge rausbekommt, dann kann er den Choke ganz einfach finishen. So, den Choke konnte er nicht finishen. Er kriegt einen Punkt Abzug wegen einem Schlag zum Kopf am Boden. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind ausschließlich Schläge zum Körper. Auch nur in einer gewissen Art und Weise, zum Beispiel keine Hammerfists zum Körper erlaubt, bei den C-Klasse-Amateurregeln im Shooto. Die Kämpfer haben vorbildlich natürlich ein genaues Rules-Meeting gehalten, aber manchmal kann im Eifer des Gefechts auch der ein oder andere Schlag sein Ziel unglücklich verfehlen. Dafür kriegt Marlon einen Punkt Abzug. Am Boden hat er hier starke Leistung gezeigt. Backmount, Transition in die Mount und wieder zurück zur Backmount. Die Schwierigkeit liegt darin, den Arm unter das Kinn zu bekommen, um den Rear Naked Choke zu beenden. Das ist natürlich mit MMA-Handschuhen noch schwieriger als ohne. Aber ich bin gespannt, was in Runde 2 ist. Schönes Knie von Marlon Peterle hier. Boxen kann der Junge auch. Jetzt zeigt sich, ob er ringen kann. Schöne Knie aus dem Clinch. Kombination. Marlon bleibt ruhig. Arbeitet gut mit den Knien.
zeigt den Stand. Die Rep zeigt den Stand. Jawohl. Ja, starke Knie von Mario Peter, die hier an der Käfigwand. Jetzt greift er nochmal eine Guillotine. Es wird sich zeigen, ob er die finishen kann. High Elbow Guillotine. Maler macht auch keine Anzeichen, diese Guillotine denken zu wollen. Löst sich wieder. Und scheint, er will boxen. Schöner Hinterhalten. Da wird Matic angezählt. Aber Matic zeigt trotzdem Kampfgeist, will weitermachen. Schöner Low-Kick. Aber Matic bleibt stehen, also. Der Mann lässt sich auch nicht so leicht unterkriegen. Kampf vorbei. Starker Kampf der beiden jungen Kämpfer. Starke Leistung von Marlon Peterle, sowohl im Stand als auch auf dem Boden.